Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe den ganzen Aufbau von gestern, den ich euch im Video gezeigt habe, einmal die Nacht über durchlaufen lassen. Und da waren ja 4 GB zum Hochladen, das hat ja ein bisschen gedauert. Jedenfalls war klar, ich habe auch wieder was vergessen zu zeigen. Also, es fragte auch jemand, wie kann ich denn die Spannung erhöhen, ohne dass ich jetzt gleich eine zweite Batterie dazu schalten muss. Dazu wäre erstmal die Frage interessant, wie hoch ist denn die Spannung, die hier aus dem System erzeugt werden kann? So, jetzt ist es aber schlecht, das kann ich hier irgendwie nicht ein Messgerät nehmen und kann das da ranhalten. Ich meine, kann ich schon, aber würde ich mal gerade tun, wenn ich das hier mache. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr auch ein bisschen was mit sehen könnt. Ja, das kommt, wenn man solche Sachen halb 6 morgens macht. So. Einmal. Ja, das ist das Ergebnis. So richtig messen kannst du da gar nichts. Und das ist schlecht. Ich messe mir jetzt mal hier am Transistor. Am Transistor messe ich eigentlich nur die Batteriespannung. Also da, wo ich die LED anschließen würde, messe ich 1,5 Volt. Wo aber 3 Volt definitiv mindestens anliegen müssen, weil sonst wird ja die LED nicht leuchten. Also kann ich das so nicht messen. Gibt es aber einen kleinen Trick. Wir müssen nämlich einfach die LED ersetzen. Und das tun wir am besten durch sowas hier. Das ist jetzt ein Kondensator und eine Diode. So, was das im Endeffekt für ein Kondensator ist, spielt es erstmal weniger eine Rolle. Wobei ihr solltet halt nur auf eines achten. Das sollte jetzt kein 2 oder 3 Volt Kondensator sein. Also das muss schon wirklich ein größerer sein, meinetwegen 50, 60, 70 Volt, weil halt eben die Spannungsspitzen doch enorm sein können. Wie gesagt, das kommt immer darauf an, wie ihr gewickelt habt, wie viel Windung ihr verwendet habt und so weiter. Das hier ist jetzt ein 1000 Volt Kondensator. Der ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da war jetzt schon fix und fertig. Den brauche ich jetzt nicht irgendwie erst zusammenbasteln. So, und an den Kondensator macht ihr hier eine Diode. Das ist jetzt eine 1N4007er, ganz normal, nichts Besonderes. Und dann gehen wir hier ran mit unserem Joule-Tiefausgang. Also im Prinzip simuliert das hier die LED. Und messen tun wir aber hier und da. Und das zeige ich euch jetzt. Das heißt, die LED schmeiße ich jetzt mal raus. Weil die LED ist ja im Prinzip eine Diode. Und der Sperrschwinger braucht ja auch eine Diode. Deswegen brauchen wir auch hier, um halt eben die Spannung zu messen, eine Diode. Jetzt wird es langsam eng auf dem Tisch. Okay. Ich muss jetzt den einen Messkontakt mit der Hand halt eben dran halten. Es geht nicht anders. Aber ihr seht im Hintergrund 3,9 Volt. Und ich kann ja noch ein bisschen hochregeln. Das war ja noch nicht alles.
Und ich habe extra einen kleinen Kondensator genommen, also von den Mikrofarad einen kleinen Kondensator, weil er sich halt eben schneller auflädt. Ihr könnt zum Beispiel auch einen großen nehmen, was weiß ich was, irgendwie, ich sage es mal, 200 Volt und 3.500 Mikrofarad. Das geht auch. Bloß ehe der aufgeladen ist, müsst ihr natürlich warten. Dann wisst ihr erst nach, weiß ich nicht, 10 Minuten oder 5 Minuten, je nachdem, wie schnell euer System ist, wisst ihr halt eben erst dann, wie viel Spannung ihr auch erzeugt. Deswegen nehmt einen kleinen Kondensator. Es geht im Endeffekt, geht auch sowas. Ihr wollt es ja nur messen erstmal. Müsst auch sowieso aufpassen, weil größere Joule-Tiefs erzeugen auch wirklich viel Hochspannung. Oder allgemein so 200-300 Volt, das ist keine Seltenheit und auch nicht das Problem wirklich. Auch aus einer 1,5 Volt Batterie kannst du ohne Probleme 200 Volt machen. Dann wird es nämlich auch ganz schnell gefährlich, wenn man da einen Kondensator ranpackt. Also da muss ich euch auch wirklich um Vorsicht bitten. So, dann drehen wir mal das System ein bisschen auf. Oh, verkehrte Richtung. So, das System ist auf Anschlag und wir sehen, dass es hier in dem Fall bei 3,3 Volt ungefähr bleibt. Ah, doch nicht. Jetzt habe ich den Punkt erreicht. 6 Volt. Na, 6 Volt. 6 Volt bei 43 Milliampere Eigenverbrauch. So. Also ich hoffe, damit habe ich jetzt natürlich das, was ich gestern vergessen habe, was ich noch mit zeigen wollte, einigermaßen mit beantwortet. Wenn ihr allerdings noch höhere Spannung haben wollt als das, dann müsst ihr hier mit den Windungszahlen rumspielen. Ich habe ja hier, haben wir ja gestern 25 Windungen genommen für die Spule, die nachher beim Transistor an den Kollektor geht. Und wir haben 10 Windungen genommen, die an die Basis geht. So, und dann müssen wir einfach mit diesem Windungsverhältnis müssen wir rumspielen. Das heißt, wir könnten jetzt auch sagen, wir lassen die 10, ja genau, wir lassen die 10 Windungen und machen halt aus den 25 Windungen, ich sage es mal, gefühlte 60 oder 30 oder 45. Und dann kannst du das verändern. So. Also wie gesagt, mein Maximum, was ich mal rausgeholt habe, so bisher, das war auch so eine 1,5 Volt Batterie, irgendwas bei 200, 250 Volt, irgendwie so in dem Dreh, hatte ich auch, glaube ich, mal ein Video zugemacht. Also da geht schon echt einiges. Ne? Gut, das war der kleine Nachtrag. Wenn ich noch was vergessen habe, dann einfach drunter schreiben. Bis zum nächsten Mal.